Es ist die erste Präsentation dieses Buches, vielleicht auch die einzige, weil die Wiener Wahlen auch schon sehr nahe sind. Vielleicht ganz kurz, warum habe ich so ein Buch mit so einem hässlichen Titel Hassprediger überhaupt geschrieben? Beziehungsweise warum beschäftige ich mich überhaupt mit dem Herrn Johann G.? Man könnte sagen, er hat sich mir ein bisschen aufgedrängt in den letzten Jahren. Mein Job ist, dass ich Sprecher und Co-Geschäftsführer von SOS Mitmensch bin, eine Menschenrechtsorganisation, die Kampagnen macht, eben im Menschenrechtsbereich, im Antirassismusbereich, ähnlich wie zum Beispiel Greenpeace im Umweltbereich. Es ist eine unabhängige Organisation, das heißt, wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden, bekommen kein Geld vom Staat. Das ermöglicht es uns, eben unabhängig und auch relativ frech zu sein. Ja, und Teil meiner Arbeit ist es, mir die Presseaussendungen der diversen Parteien eigentlich Tag für Tag anzuschauen, um zu sehen, welche Menschenrechtsthemen werden angesprochen, wo finden Diskussionen statt, die vielleicht auch Grenzen in Richtung Rassismus, in Richtung Rechtsextremismus, Antisemitismus, Islamophobie überschreiten. Ja, und da ist mir ein gewisser Herr G. aufgefallen, schon über einen längeren Zeitraum. Kaum jemand schickt so regelmäßig Aussendungen für die FPÖ heraus wie der Herr Johann G. Und kaum jemand tut das in so einem menschenverachtenden Stil. Und ich war am Anfang wirklich, also ich mache das jetzt seit fast 5 Jahren, meinen Job, und am Anfang war ich wirklich noch sehr, sehr erstaunt und schockiert, dass jemand diese Messages, die er aussendet, überhaupt schriftlich sich auszusenden traut und noch dazu eine sehr hohe Position in einer Partei einnimmt. Also nicht einfach irgendein Kleinpolitiker ist, der da oder dort mal seinen Emotionen freien Lauf lässt, seinen negativen, sondern eben inzwischen in der FPÖ an zweiter Stelle ist auf der Liste in Wien, der Stellvertreter ist vom Bundesparteiobmann der FPÖ, einer Partei, die einen Machtanspruch stellt, die inzwischen in den Umfragen stark im Aufwind ist, der auch jetzt gute Wahlergebnisse prognostiziert werden für Oberösterreich und Wien. Oberösterreich wählt bereits kommenden Sonntag, Wien am 11. Oktober. Ja, und also mich hat das berührt und ich habe mir vorgenommen, ich möchte das nicht einfach nur in mich hereinsickern lassen, was er so schreibt, sondern das auch der Öffentlichkeit präsentieren, weil eben nur ein Teil der Dinge, die Politiker, Politikerinnen in Presseaussendungen von sich geben, dann tatsächlich von Medien aufgegriffen werden. Was auch durchaus verständlich ist, also die Medien wären wahrscheinlich unerträglich zu konsumieren, wenn wirklich jede Äußerung eines Politikers da auch wiedergegeben würde. Aber ich denke mir, da steckt einiges an Informationen drin, was die Menschen wissen sollten. Und deswegen war es auch für mich ein großes Anliegen, dieses Buch auch noch vor der Wiener Wahl herauszubringen und über den Herrn G. auch zu sprechen, was ich auch noch in den nächsten 3 Wochen bis zur Wiener Wahl tun werde, vor allem über Facebook, über Twitter, werde ich auch weiter probieren, ihn zu thematisieren, weil er auch nicht alleine steht. Also man muss dazu sagen, er ist in einer sehr hohen Position in der FPÖ, aber rund um ihn herum hat sich eine Riege an Personen angesammelt, die eine ähnliche Ideologie vertreten wie er, die ähnlich skrupellos sind wie er, die ähnlich machtversessen sind wie er. Insofern steht er nicht nur als Einzelperson da, sondern eben stellvertretend dafür, was und im Moment, wenn man sich die Umfragen anschaut, nicht mal ganz so unrealistisch ist, nämlich dass solche Personen in Österreich in Machtpositionen gelangen.
Und mein Buch soll auch ein Statement sein, dass wir eigentlich alles dafür tun sollten, dass solche Menschen nicht in Machtpositionen gelangen, weil die tatsächlich sehr viel Schaden anrichten können. Ein Konzept, das ich in meinem Buch mitverarbeite, ist das, was ein deutscher Soziologe, der Wilhelm Heidmeier, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit genannt hat. Gruppenbezogene Menschlichkeit steht für Ideologien, die auf zwei Annahmen fußen. Zum einen die Annahme, dass es klar voneinander abgrenzbare Menschengruppen gibt. Und die zweite Annahme, dass diese Menschengruppen nicht gleichwertig sind und auch nicht den gleichen Schutz und die gleiche Unversehrtheit verdienen. Und meiner Ansicht nach ist diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit etwas, was sich bei Gudenus, aber auch anderen Politikern aus seiner Umgebung quer durchzieht. Ja, vielleicht zur Frage, warum ich ihn einen Hassprediger nenne. Also für mich gibt es zwei Arten von Hasspredigern. Es gibt zum einen die, die abseits des Scheinwerferlichts der Öffentlichkeit agieren, die probieren, Leute zu indoktrinieren, für sich zu gewinnen, Leute zu überzeugen, aber eben nicht öffentlich aufzutreten. Und es gibt Hassprediger, die im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen, die eben auch versuchen, in Machtpositionen zu gelangen und die sehr penibel darauf schauen, dass sie mit dem Gesetz nicht in Konflikt geraten, weil sie eben die Gesetze beeinflussen wollen, ja, probieren sie eben so eine Gratwanderung. Und wenn man sich anschaut, die Äußerungen vom Herrn Johann G., dann ist es eine ständige Gratwanderung hin zu Diffamierung, Verleumdung und Verhetzung. Also das sind Straftatbestände. Ab und zu schaffte er es nicht ganz, diese Gratwanderung einzuhalten. Also ich habe ihn bzw. die FPÖ Wien einmal angezeigt, vor Gericht gezogen wegen des Vorwurfs der üblen Nachrede. Und da wurde die FPÖ Wien dann auch verurteilt aufgrund von Aussagen vom Herrn Johann G. Wegen übler Nachrede. Darauf kann ich am Ende, wenn es jemanden interessiert, noch zu sprechen kommen, aber ich möchte das gar nicht so sehr hier in den Mittelpunkt stellen. Ja, was zeichnet alle Hassprediger aus? Dass sie Identität als Waffe benutzen und missbrauchen. Dass sie probieren, Fronten zu schaffen. Fronten zwischen unseren Leuten und den anderen. Also es gibt immer das Wir, die Wir-Gruppe und die Gruppe der anderen. Es geht darum, die Höherwertigkeit der eigenen Leute zu proklamieren und zugleich Opfergefühle zu erzeugen, Bedrohungsgefühle und auch Untergangsängste. Ja, wir werden hier noch im Konkreten sehen, was das bedeutet. Dem Johann G. geht es ganz konkret darum, sein Weltbild oder seinem Weltbild zur Durchsetzung zu verhelfen, seinem völkischen Weltbild, wie ich es nennen würde, seinem rassistisch gespeisten Weltbild. Ja, stellvertretend dafür stehen Äußerungen von ihm, die er in den letzten 10, 15 Jahren getätigt hat, wo er zum Beispiel in seiner Funktion als Obmann des Rings Freiheitlicher Jugend ein Bekenntnis zu einem weißen Europa eingefordert hat, wo er sich gegen Umvolkung, gegen Ethnomorphose ausgesprochen hat und damit eigentlich seinem Weltbild, das eigentlich eine Monokultur, eine Alleinherrschaft eines Volkes einfordert, Ausdruck verliehen hat. Ja, vielleicht ganz kurz zu den Strategien, die er benutzt.
Man muss dazu sagen, er ist jetzt kein brillanter Redner oder eine sehr charismatische Persönlichkeit. Seine Strategien, die Mittel, mit denen er probiert, Leute zu gewinnen, hat er alle nicht selber erfunden, sondern ein Großteil davon stammt aus der Kiste des Jörg Haider, aus der rhetorischen Trickkiste von ihm. Ja, da gibt es so ein paar Elemente, die dazugehören. Ein Element ist wiederholen. Also auch wenn man etwas sagt, was nicht den Tatsachen entspricht, sollte man so oft wie möglich wiederholen, damit es sich in die Köpfe der Menschen einbrennt. Also ein Stehsatz, den der Johann G. immer wieder wiederholt, lautet: 90% der, ich sage jetzt Asylsuchende, er verwendet meistens andere Worte, wie wir dann sehen werden, sind Illegale, sind Wirtschaftsflüchtlinge, haben überhaupt keinen Anspruch auf Asyl. Das ist so einer dieser Stehsatz, der ungefähr 20, 30 Mal immer wieder in Aussendungen wiederholt wird, manchmal mit leichten Variationen. Meistens sind es 90%, manchmal sind es auch nur 80%, die keinen Anspruch auf Asyl haben, seiner Ansicht nach. Ein anderer dieser Stehsätze ist es, alle Pflichten für Inländer, alle Rechte für Ausländer, wo er dann zeigen und sagen will, dass die wahren Privilegierten sind die Ausländer in Österreich und die Benachteiligten sind die Inländer. Also wiederholen ist eine ganz wichtige Strategie von ihm. Eine andere wichtige Strategie ist das Dramatisieren. Das ist etwas, was in der FPÖ generell eine sehr ausgeprägte Strategie ist, wo versucht wird, den Stil von Boulevardmedien zu kopieren. Das heißt, sie probieren sich auf vor allem Kriminalfälle, Verbrechensfälle draufzusetzen und diese auch zu generalisieren. Das heißt, wenn irgendwo etwas passiert, ein Überfall, dann kommt sofort eine Aussendung, ja, das steht jetzt stellvertretend dafür, dass eben Verbrechen explodieren und man sich eigentlich kaum mehr auf die Straße trauen kann. Ja, und sie sind damit recht erfolgreich, muss man sagen. Also vor allem, seitdem es auch die Gratis-Zeitungen gibt, die davon leben, täglich Dramatik zu vermitteln, ist das ein sehr probates Mittel, um zum einen in die Medien zu kommen und zum anderen auch Medien, Schlagzeilen dann sehr erfolgreich in sozialen Medien wie Facebook zum Beispiel zu verarbeiten und zu verbreiten. Ja, eine andere wichtige Strategie ist eben überall, wo es nur möglich ist, eine Grenzlinie zu ziehen, eben zwischen unseren Leuten und den anderen und die anderen immer als etwas Negatives, als etwas Böses, als etwas Gefährliches zu markieren. Und es ist auch ganz wichtig, skrupellos zu lügen. Also er kennt wirklich überhaupt keine Skrupel, wenn es darum geht, unwahre, falsche Inhalte zu verbreiten und auch zu wiederholen. Und für ihn ist es dabei aber auch immer selbstverständlich, dass er immer das Opfer ist. Also was auch immer er tut, wen auch immer er verleumdet oder angreift, oder gegen wen auch immer hetzt, er ist immer das Opfer, wie wir dann auch noch in einem Beispiel sehen werden. Ja, so viel ein bisschen zur Einleitung. Ich habe mir dann gedacht, weil das skrupellos Lügen mich schon auch ein bisschen fasziniert, wie man so etwas so skrupellos einfach tun kann, habe ich mir einfach die 20 Top-Lügen des Johann G. herausgeschrieben und werde diese 20 Lügen einfach hier präsentieren. Ja, also warum spreche ich die ganze Zeit vom Johann G. und spreche seinen Namen so ungern aus? Ich wollte ihm ehrlich gesagt nicht gönnen, mit vollen Namen auf dem Cover meines Buches zu stehen. Das ist ein Gedanke. Der andere war, es hat so ein bisschen was... nachdem er sich so auf Kriminalberichte so gern draufsetzt, das hat schon ein bisschen was Verdächtiges, wenn jemand nur mit Johann G. Bezeichnet wird. Das sind so die beiden Gedanken, die ich dazu hatte. Ja, die Top 20 Lügen.
Ich fange mal mit dem Thema Asyl an. Also das Buch ist strukturiert nach so den Feindbildgruppen, nach den wichtigsten Feindbildgruppen für den Herrn G. Und das sind die Asylsuchenden, die Flüchtlinge ganz, ganz oben auf seiner Feindbildliste. Und was man vielleicht noch dazu sagen sollte, also er sagt viel Menschenverachtendes, er lügt viel, aber er probiert zugleich anschlussfähig zu sein. Also er probiert jetzt nicht nur Leute zu verschrecken, sondern tatsächlich auch Wählerstimmen damit zu gewinnen. Und das fällt ihm manchmal nicht so leicht. Also wie man an der Lüge Nummer 1 sieht, die lautet: Asyl ist für mich ein hohes Gut. Also ist eigentlich ein netter Satz. Asyl ist für mich ein hohes Gut. Nur leider stimmt es nicht. Also bei ihm stimmt es nicht. Er sagt nämlich auch an anderer Stelle, Asyl ist für mich kein Menschenrecht. Und daran erkennt man, er verwickelt sich sehr, sehr oft in Widersprüche, weil er eben probiert, zum einen die Kernwählerschicht, seine Kernwählerschicht und sein ideologisches Umfeld anzusprechen, aber zum anderen nicht zu offen zuzugeben, wie viel Menschenverachtung hinter seinem Weltbild steckt. Also er sagt eben, Asyl ist für mich ein hohes Gut, aber wenn man sich die Aussendungen anschaut, kommt man drauf, dass das Gut so hoch ist, dass es eigentlich niemand in Österreich bekommen sollte. Also er tritt dafür ein, dass die Grenzen dicht gemacht werden, dass die nicht nur um Österreich, sondern eben auch um Europa. Und er will, dass alle Menschen, die fliehen, in Flüchtlingslager außerhalb Europas kommen und kein Flüchtling von außerhalb Europas den europäischen Kontinent betreten dürfen sollte. Und wie gesagt, in einer einzigen Aussendung geht er dann sogar so weit zu sagen, das Recht auf Asyl ist für ihn gar kein Menschenrecht. Also eigentlich eine sehr, ja, harte Aussage. Ja, kommen wir zur Lüge Nummer 2, die ich bereits genannt habe. 90% der Asylwerber sind Wirtschaftsflüchtlinge und illegal bei uns. Also ich habe mir die Asylzahlen angeschaut der letzten 15 Jahre und es gab eigentlich kein einziges Jahr, wo die Anerkennungsrate von Asylsuchenden bei 10% lag oder auch nur annähernd bei 10% lag. Also in den letzten 15 Jahren war es teilweise so, dass bis zu 50% der Asylsuchenden von den Behörden als Asylberechtigte anerkannt wurden. In den Jahren, also ich zitiere den Herrn G. vor allem aus den letzten 3, 4 Jahren, in diesem Zeitraum hat die Anerkennungsrate von Asylsuchenden zwischen 20% und 40% betragen. In den letzten 2 Jahren waren es eben jeweils 40% allein in erster Instanz. Also ich spreche jetzt nur von der ersten Instanz. Zum Beispiel im Jahr 2013 waren die erstinstanzlichen Anerkennungsraten bei 40% und in zweiter Instanz, also von den Leuten, die in erster Instanz noch abgelehnt wurden, von den 60% wurden immerhin weitere 15% dann in zweiter Instanz als Asylberechtigte anerkannt. Also von 90%, die abgelehnt worden wären, sind wir doch ziemlich weit weg. Das erkennt man nicht nur an den behördlichen Anerkennungsraten, sondern auch daran, wie sich die Zusammensetzung der Asylsuchenden in den vergangenen Jahren verändert hat. Und dass zum Beispiel in den letzten 1,5, 2 Jahren die Syrer zu der stärksten Gruppe der Asylsuchenden geworden sind. Oder früher zur Zeit der Tschetschenienkriege waren es vor allem Leute aus der tschetschenischen Teilrepublik. Also es hat sehr, sehr stark mit kriegerischen Konflikten zu tun, woher gerade die meisten Asylsuchenden kommen. Und weil ich gerade die Tschetschenen erwähnt habe, die gehören zu der Gruppe an Menschen, die vom Gudenus wahrscheinlich die meiste Verachtung ernten. Also es gibt keine andere Gruppe, die er so herabwürdigend behandelt, wo er so kollektiv probiert, diese Menschen zu verdammen.
wo er unter anderem eine Aussendung sogar macht, wo er schreibt, Tschetschenen sind gefährlich, Rufzeichen. Also wo er wirklich einfach alle Menschen tschetschenischer Herkunft als gefährlich abstempelt. Er fordert auch immer wieder, dass sämtliche Tschetschenen des Landes verwiesen werden. Als Begründung nennt er dafür, dass er eben zum einen meint, das seien alles Scheinasylanten und zum anderen verweist er auf die Straffälligkeit einiger Tschetschenen. Und er ist der Ansicht, wenn Menschen bestimmter Herkunft straffällig werden, sollten alle Menschen dieser Herkunft Österreich verlassen müssen. Ja, damit komme ich zur dritten Lüge vom Herrn G. Wir konnten uns selbst überzeugen, dass keine Verfolgung von Tschetschenen seitens Kadyrov vorliegt. Kadyrov ist seit einigen Jahren der Diktator der Teilrepublik Tschetschenien. 2012 gab es einen Besuch einer FPÖ-Delegation beim Herrn Kadyrov und eben nachdem diese Delegation zurückgekehrt ist, hat der Herr G. eben diesen Satz gesagt, wir konnten uns überzeugen, dass keine Verfolgung vorliegt. Ja, und die Forderung, die daran geknüpft war an diesen Satz, war eben die Eindämmung der Flut dieser Scheinasylanten, um mit den Worten von Herrn G. zu sprechen, und eben, dass diese Leute zurückgeführt gehören. Ja, interessanterweise hat dann der Herr G., ich weiß nicht, wie es ihn überkam, 2,5 Jahre später in einem Interview mit dem Kurier dann eine ganz andere Aussage getätigt, hat er dann nämlich plötzlich gesagt, dass eben der Herr Kadyrov ihm gegenüber ausdrücklich festgehalten hat, ja, ich verfolge schon Menschen, aber nicht 40.000, vielleicht einige Tausend. Ja. So viel zu Lüge Nummer 3. Ja, Lüge Nummer 4 ist ein Thema, das generell sehr präsent ist. Gerade wenn man, ich denke, viele von Ihnen werden auch so in Facebook unterwegs sein. Und das Thema, was Asylsuchende in Österreich alles bekommen oder nicht bekommen, welche Smartphones sie haben, welche Kleidung sie haben, wie viel Geld sie erhalten, ist ein Thema, das sich sehr häufig findet, wo es auch Webseiten gibt und eben Politiker, die probieren, hier Neid und Missgunst und Hass zu schüren. Und der Herr G. gehört dazu. Also er sagt immer wieder in seinen Aussendungen Sätze wie zum Beispiel, Asylwerber werden in Österreich verwöhnt oder Asylwerber werden mit Geld regelrecht überschüttet oder Asylsuchende erhalten mehr als österreichische Pensionisten. Also das ist Lüge Nummer 4. Wer die tatsächlichen Zahlen kennt, weiß, Asylsuchende, die in einem Vollversorgerquartier sind, erhalten pro Monat 40 Euro Taschengeld. Asylsuchende, die in einem Quartier sind, wo sie kein Essen bekommen, erhalten pro Monat 150 Euro Verpflegungsgeld plus 40 Euro Taschengeld. Was für Verpflegung wirklich nicht besonders viel ist. Und Asylsuchende, die in gar keinem Asylquartier wohnen, erhalten von Seiten der Grundversorgung 200 Euro Verpflegungsgeld und 120 Euro Mietzuschuss im Monat. Das heißt, die müssen von 320 Euro im Monat leben. Das ist deutlich weniger als die Hälfte der Mindestsicherung. Und auch ganz, ganz weit weg von jeglicher Verwöhnung. Ja, und dieser Vergleich, Asylsuchende erhalten mehr als österreichische Pensionisten, ist ein Unfug. Asylsuchende erhalten bei Weitem nicht so viel wie österreichische Pensionisten, was jetzt aber nicht heißt, dass österreichische Pensionisten immer sehr, sehr viel erhalten. Das ist so ein bisschen die Methode, mit der spekuliert wird, dass eben Leute, die sich benachteiligt fühlen, angesprochen fühlen von solchen Vergleichen und dann der Ansicht sind, okay, da wird viel zu viel für diese sogenannten Fremden gemacht, aber viel zu wenig für uns. Ja. Genau, Lüge Nummer 5 ist ein anderer interessanter Satz, den der Herr G. gesagt hat, Geld, das Asylwerbern zugutekommt, ist beim Fenster hinausgeworfen.
sagt er in einer Aussendung. Daran erkennt man zum einen, dass für ihn Asylsuchende keine besonders wertvollen Menschen sind, wenn er sagt, dass jegliches Geld, das für diese Menschen ausgegeben wird, beim Fenster hinausgeworfen ist. Zum anderen ist es schlicht und einfach wieder mal falsch, was er sagt. Also wenn man sich anschaut, wohin das Geld fließt, das für Asylverfahren, für die Unterbringung, für die Betreuung von Asylsuchenden aufgewendet wird, dann kommt man eigentlich drauf, dass diese Gelder zum allergrößten Teil sogar der österreichischen Bevölkerung zugutekommen, nämlich den Quartiergebern, den Leuten, die die Asylverfahren durchführen, dem Lebensmittelhandel, teilweise auch der Bauwirtschaft, weil alte, ausrangierte Hotels renoviert werden. Eigentlich kommt sehr, sehr viel von dem Geld, was eben für Asylsuchende aufgewendet wird, der österreichischen Bevölkerung und auch der österreichischen Wirtschaft und Konjunktur zugute. Manche Orte können sogar nur aufgrund der Asylsuchenden, die dort leben, ihre Schulstandorte aufrecht erhalten. Ja, das war Lüge Nummer 5. Lüge Nummer 6 lautet: Asylwerber haben durch gemeinnützige Tätigkeit nach einem Jahr Arbeit Anspruch auf Arbeitslosengeld. Ja, der Herr G. Zieht gerne auch darüber her, dass Asylsuchende eben von Gemeinden bevorzugt eingestellt werden, dass ihnen nicht nur Geld, sondern auch Jobs nachgeworfen werden, was wiederum ein Unfug ist. Also Gemeinden können in sehr, sehr eingeschränktem Umfang Asylsuchende für Tätigkeiten heranziehen, die aber sonst niemand macht. Also es gibt da ausdrücklich die Regelung in der Grundversorgungsvereinbarung, dass nur solche Tätigkeiten erlaubt sind, wo eben keine österreichischen Staatsbürger oder EU-Bürger herangezogen werden. Und diese Tätigkeiten dürfen auch maximal einen Umfang haben von 120 Euro im Monat. Und das ist ein Umfang, der im Gegensatz zu dem, was der Herr G. behauptet, auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld mit sich bringt. Ja, und damit sind wir gleich bei der Lüge Nummer 7. Asylsuchende sind arbeitsscheu, sagt er. Ja, und das Interessante oder das Paradoxe dabei ist, dass er zugleich strikt dagegen ist, dass Asylsuchende arbeiten dürfen, wie wir schon am vorigen Beispiel gesehen haben. Er sagt wortwörtlich, Arbeit oder Jobs für Asylwerber sind für ihn ein gesellschaftspolitischer Unfug und ein völlig falsches Signal. Und er spekuliert natürlich darauf, dass die meisten Menschen keinen persönlichen Kontakt zu Asylsuchenden haben und daher auch nicht wissen, dass so ungefähr das Letzte, was Asylsuchende sind, ist arbeitsscheu. Also die meisten brennen darauf, endlich arbeiten zu dürfen, endlich selber Geld verdienen zu dürfen und sich und möglicherweise auch ihre Familie zu ernähren. Dass das in diesen Zeiten mit hoher Arbeitslosigkeit nicht einfach ist, dass es auch nicht einfach ist, Jobs zu finden, steht außer Frage. Es ist aber auch so, dass wenn neue Menschen auf den Arbeitsmarkt kommen, es nicht unbedingt eine Verdrängung 1:1 gibt. Das heißt, es weist heute wieder ein Bericht darüber, dass eigentlich, wenn Menschen mit unterschiedlichen Qualifikationen auf den Arbeitsmarkt kommen, kann das auch Impulse für den Arbeitsmarkt geben und eben die Verdrängung fällt meistens weitaus geringer aus als die Menge an neuen Menschen, die auf den Arbeitsmarkt kommen. Ja, einen großen Hass hatte der Herr G. auch auf die sogenannten Votivkirchen-Flüchtlinge. Da hat er ein ganzes Sammelsurium an Aussendungen gemacht, wo er sie als illegale Muslime bezeichnet hat, wo er gemeint hat, sie haben eine katholische Kirche gekapert und wo ihnen vorgeworfen hat, sie hätten in der Kirche uriniert und so weiter und so fort. Also wirklich grausliche Vorwürfe. Und hat eben gleich zu Beginn gesagt, und das ist Lüge Nummer 8, die ich vorstellen möchte, die Flüchtlinge waren Illegale, deren Asylansuchen bereits durch die Bank rechtskräftig negativ beschieden wurde. Also das hat er relativ zu Beginn dieser Asylproteste
bereits gesagt. Und das war ja falsch. Also ein Teil der Flüchtlinge, die in der Votivkirche waren, hatten negative Bescheide. Ein anderer Teil hatte noch gar keine Bescheide. Die meisten waren mitten in ihrem Verfahren und haben ein Teil davon, von ihnen hat auch danach positive Asylbescheide bekommen. Einige wenige wurden abgeschoben und insgesamt 7 der Flüchtlinge, die in der Votivkirche waren, wurden später wegen des Verdachts der Schlepperei angeklagt und auch verurteilt. Sie haben Dinge getan, die in den letzten Wochen eigentlich sehr viele oder ja, einige hundert, vielleicht sogar einige tausend Menschen in Österreich getan haben. Sie haben Leuten aus Ungarn über die Grenze geholfen. Sie haben damit gegen das Gesetz verstoßen. Sie haben das meist für sehr, sehr kleine Beträge gemacht oder nur für ein Happen Essen. Ja, also alle, die die Nachrichten der letzten Wochen mitverfolgt haben, also das waren Dinge, die viele Österreicher gemacht haben, dass sie nach Ungarn gefahren sind und Leute mitgenommen haben. Ja, dafür wurden 7 von den Votivkirchenflüchtlingen verurteilt. Zuvor waren sie noch von den Medien als Schlepperbosse und Millionäre bezeichnet worden. Das hat sich als falsch herausgestellt. Ja, Lüge Nummer 9. Und jetzt bewegen wir uns ein bisschen weg vom Asylthema zu einer anderen Feindbildgruppe. Das sind die Muslime und ganz besonders auch die Türken. Gudenus spricht von einer Osmanisierung Wiens. Er sagt, Häupl will in Wien Türkisch als Erstsprache installieren. Österreichische Lehrer müssen künftigen Unterricht in einer Migrantensprache vornehmlich in Türkisch halten. Das ist schon 2 Jahre her, dass er das gesagt hat. Das wurde noch nicht umgesetzt, diese Maßnahme, die er angekündigt hat. Also Türkisch ist noch nicht Erstsprache in Wien und Lehrer müssen noch nicht den Unterricht auf Türkisch halten. Ja, das war in einer Aussendung, die er zusammen mit seinem Parteiobmann, dem Herrn Strache, gemacht hat, wo sie ganz empört darüber waren, dass jetzt die Katze aus dem Sack ist und endgültig die Osmanisierung Wiens bevorsteht, wie sie das nennen. Ja, vielleicht auch noch dazu gesagt, also Osmanisierung soll natürlich Erinnerungen wecken an Türkenbelagerung. Das ist auch das einzige historische Ereignis, mit dem sich der Herr G. gerne auseinandersetzt. Mit der näherliegenden Vergangenheit, also die interessiert ihn nicht ganz so. Er hat sich zwar in Interviews von Aussagen seines Vaters distanziert, wo dieser den Holocaust, die Gaskammern in Frage gestellt hat, aber so richtig mit dem Holocaust beschäftigen will er sich nicht. Also er hat eigentlich dann im Interview gemeint, dass das eine Zeit ist, die den Leuten eigentlich schon auf den Keks geht. Aber was er interessant findet, ist die Türkenbelagerung. Ja, damit sind wir schon bei Lüge Nummer 10. Er sagt, Menschen, die aus der Türkei kommen, sind Truppen, die Erdogan nach Österreich schickt, um unsere Gesellschaft zu unterwandern. Das ist auch wieder interessant, weil ich habe mir da die Zahlen angeschaut, der Migration aus der Türkei nach Österreich. Da waren gerade die letzten Jahre so, dass es fast kaum mehr eine Nettoeinwanderung aus der Türkei gegeben hat. Also es sind fast genauso viele Leute aus Österreich in die Türkei ausgewandert, wie aus der Türkei nach Österreich eingewandert. Und gerade in den Jahren, seitdem der Erdogan an der Macht ist, ist eben kaum mehr eine Nettoeinwanderung feststellbar. Also die Aussage, dass der Erdogan da seine Truppen nach Österreich schickt, lässt sich aus dem Zahlenmaterial nicht wirklich belegen. Aber Zahlen sind auch etwas, was dem Gudenus nicht so behagt. Er sagt auch immer wieder, Statistiken zählen nicht so viel. Was zählt, sind die Fälle und die Gefühle, die die Menschen haben. Also wenn die Kriminalstatistik sagt, es gibt weniger Kriminalität, aber die Schlagzeilen der Boulevardmedien sagen, es gibt Kriminalität, dann haben eigentlich die Schlagzeilen mehr Gewicht als die Statistik. Damit wären wir bei Lüge Nummer 11. Nicht-Muslime werden bei der Einbürgerung benachteiligt, behauptet er.
Also er meint, die Einbürgerungsansuchen von Nichtmuslimen werden eigentlich kaum behandelt. Das ist Teil von Aussagen von ihm, wo er es eigentlich alarmierend findet, dass Muslime in Österreich überhaupt eingebürgert werden. Und er stellt mehr oder weniger in den Raum, dass die Behörden, die Einbürgerungsbehörden, Teil einer großen Islamisierungsverschwörung sind und damit auch die von ihm sogenannte Ethnomorphose mit vorantreiben und damit auch die Zerstörung unserer christlichen Werte und die Unterdrückung unserer Frauen. Daran knüpft auch Lüge Nummer 12 an. Kein Nicolo in Kindergärten, keine Kreuze in Klassenzimmern, kein Schweinefleisch in Spitälern und jetzt nicht einmal mehr Adventkränze mit Kerzen in Schulen. Also das ist für ihn ein Untergangsszenario, das seiner Ansicht nach wahr geworden ist. Also er vertritt sehr streng, dass es einen Zwang zu religiösen Symbolen und zu religiösen Brauchtum geben sollte, allerdings nur zu christlichen Brauchtum. Also in jeder Klasse hat ein Kreuz zu hängen, aber wenn andere religiöse Symbole im öffentlichen Raum auftauchen, wie Kopftuch oder Halbmond ist eigentlich gar kein religiöses Symbol, aber wenn andere Symbole auftauchen, dann steht er dem sehr kritisch gegenüber. Daran knüpft auch Lüge Nummer 13 an, die betrifft einen Vorfall, den es in Kufstein gegeben hat, den der Johann G. als islamistisch motivierten Angriff auf den Nicolo in Kufstein bezeichnet hat. Vielleicht sollte man auch dazu sagen, seit dem Jahr 2006 gibt es eine neue Tradition in Österreich, neben Weihnachten, neben Ostern und so weiter, nämlich das wiederkehrende Lamento der FPÖ über das Nicolo-Verbot. Also regelmäßig Anfang Dezember, also wenn Sie ein bisschen Geduld haben, in einigen Wochen wird es wieder soweit sein, wird die FPÖ irgendwo irgendwas sagen, dass irgendwo der Nicolo verboten wurde. Im Jahr 2013 hat eben diesbezüglich die große Stunde vom Herrn G. geschlagen, wo er eben über diesen islamistisch motivierten Angriff auf ein Nicolo in Kufstein berichtete. Die Geschichte lautet so, dass in einem Einkaufszentrum ein Nicolo war in Kufstein und dieser hätte unter Begleitschutz aus dem Einkaufscenter herausgebracht werden müssen, weil sich islamistische Mitbürger gestört gefühlt haben und dem Nikolaus Prügel angedroht haben. Ja, es hat sich dann herausgestellt, dass diese Geschichte nicht ganz der Wahrheit entspricht. Es hat auch der Pressesprecher des Einkaufszentrums dann dementieren müssen, dass es überhaupt keinen islamistischen Hintergrund der Störung gegeben hat. Und es hat tatsächlich, das Einzige, was wahr ist, es hat dort eine Störung gegeben, weil nämlich der Andrang auf den Nicolo so groß war und die Kids und teilweise auch Jugendliche unbedingt Schokolade wollten, dass die Situation dort ein bisschen haarig geworden ist und sie haben dann den Nicolo in ein anderes Zimmer geführt und dann durften die Kinder nur noch einzeln in das Zimmer rein, um sich die Schokolade zu holen. Ja, und weil da offenbar auch Jugendliche dabei waren, die von ihrem Aussehen nicht dem völkischen Bild entsprochen haben, das der Herr G. preist, ja, wurde das Ganze zu einem islamistischen Angriff umgedeutet. Ja, und der Herr G. wurde dann auch dafür kritisiert und er hat sich dann aber nicht als Täter, sondern eben, wie ich das zu Anfangs bei den Strategien erwähnt habe, als Opfer gesehen, nämlich er war dann das Opfer der linken Jagdgesellschaft. Und er hat sich natürlich nicht entschuldigt für die falsche Geschichte, die er in Umlauf gebracht hat, sondern hat dann nach ein paar Tagen erneut die gleiche Geschichte in sozialen Netzwerken in Umlauf gebracht. Ja, Lüge Nummer 14 habe ich auch bereits ganz am Anfang genannt, ein Satz, der eben sehr, sehr oft beim auftaucht. Alle Rechte für Ausländer, alle Pflichten für Inländer. Ein Wort, das er sehr oft damit verknüpft, ist auch das der Inländerfeindlichkeit.
Und für ihn ist sehr, sehr viel inländerfeindlich. Also für ihn ist jeder Job, der von einem Nicht-Österreicher in Österreich gemacht wird, jede staatliche Leistung, die nicht ausschließlich an bereits lang ansässige österreichische Staatsbürger ausbezahlt wird, sind für ihn inländerfeindliche Erscheinungen. Eine besondere Inländerfeindlichkeit ortet er, wenn Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft ihren Job verlieren und Arbeitslosengeld erhalten. Inländerfeindlich wäre es für ihn auch, wenn Asylwerber arbeiten dürften. Er sieht auch eine inländerfeindliche Linie, wenn in Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen sogenannte Menschen mit Migrationshintergrund eingesetzt werden. Ja, sogar Gebührenerhöhungen in Wien sind für einen Akt der Inländerfeindlichkeit. Er sagt wortwörtlich, alles was ausländisch ist, wird mit Geld überhäuft, während die autochthone Bevölkerung ausgepresst und über viele Generationen verschuldet wird. Also er ist der Ansicht, dass alles, was ausländisch ist, es eigentlich nicht verdient, die gleichen Steuern zu zahlen und die gleichen Leistungen erhalten, wie die anderen Menschen in Wien auch. Und für ihn wäre erst eine deutliche Schlechterstellung von allem, was ausländisch ist, würde erst ein Ende der Inländerfeindlichkeit bedeuten. Ja, also Ausländer sind ihm ein Dorn im Auge. Für ihn sind zu viele Ausländer in Wien, aber zugleich auch zu wenige, weil interessant ist, dass er immer wieder falsche Ausländerzahlen veröffentlicht. Zum Beispiel hat er Ende 2012 eine Statistik präsentiert, wo er behauptet, dass kein einziger Wiener Bezirk einen Ausländeranteil von weniger als 20% hätte, was ein Unfug ist. Er behauptet auch, dass es 12 Bezirke mit einem Ausländeranteil von mehr als 30% gäbe und 5 Bezirke mit einem Ausländeranteil von über 40%. Ja, also es gibt bis heute keinen Bezirk mit über 40% Ausländeranteil. Er behauptet zusätzlich auch noch, weil ihm das auch noch zu wenig ist, dieser Ausländeranteil, die er berichtet, dass es zusätzlich dazu auch noch 300.000 Illegale, sogenannte Illegale in Wien gäbe, laut Expertenschätzungen. Ja, wer diese Experten sind, sagt er natürlich auch nicht. Also es gibt eigentlich keine einzige, also ich habe zumindest, mir ist keine Aussendung von ihm untergekommen, wo er irgendeine Quelle oder irgendeinen Beleg für Zahlen genannt hätte. Ja, also wie gefährlich für ihn Migration ist, sieht man an Lüge Nummer 16. Tuberkulose wird durch ungezügelten Zuzug zum Problem. Ja, also er versucht immer wieder Angst und Schrecken zu verbreiten. Wenn man seine Aussendungen liest und Wien nicht kennt, also Leute, die nicht in Wien wohnen und denen ich seine Aussendungen vorlegen würde, ich würde mal behaupten, die würden sich nicht mehr trauen, nach Wien zu fahren und schon gar nicht in U-Bahnen einzusteigen, weil das ist ein Hort des Verbrechens. Da passieren eigentlich täglich Massaker in der Wiener U-Bahn. Und eben, man muss sich vor Migration fürchten, weil Krankheiten zum Problem werden. Und er behauptet, dass es Tuberkuloseinfektionen in Österreich überhaupt erst seit wenigen Jahren aufgrund von Migration wieder gibt. Da habe ich mir auch die Statistik angeschaut. Im Jahr 1960 gab es 4.518 Fälle, Tuberkulosefälle in Österreich. Seit 1960 ist die Zahl der Tuberkuloseerkrankungen kontinuierlich gesunken und hat im Jahr 2011 die Zahl von 411 Fällen erreicht. Das heißt, 1960 4.500 Fälle, 2011 etwas über 400 Fälle, das heißt ein Zehntel der Fälle wie nach 1960. Und es geht wirklich so kontinuierlich runter, die Tuberkulosefälle. Ja, seit 2011 verharrt die Zahl der Tuberkulosefälle ungefähr zwischen 400 und 500. Ja, auch da ein Zahlenproblem. Lüge Nummer 17 ist
etwas, was er über den Wiener Bürgermeister sagt, nämlich Häupl wird von fremden Mächten gesteuert, und zwar von fremden Mächten, die eben Wien osmanisieren wollen. Er hält die Wiener Stadtregierung für ein linksextremes Wahnsinnsprojekt, das Chaos und Inländerfeindlichkeit als Programm hat und in den Mülleimer der Geschichte greift, um ein Multikulti-Gespenst krampfhaft am Leben zu erhalten. Die Folgen sind Ghettobildung, Bildungsverfall, Flucht in die Privatschulen, Gewalt, Zwangsehen, Unterdrückung der Frau und Chaos im Gemeindebau. Und Gudenus will eben diese, und da ist für ihn der Herr Bürgermeister Häupl an erster Stelle, diese unverantwortlichen Despoten aus dem Verkehr ziehen. Häupl ist für ihn ein Statthalter, eine Marionette, ein Despot, ein Ausbeuter der heimischen Bevölkerung, ein Asylwerberfreund, Asylwerberkönig, Anführer der Asyllobby, und ihm gehört, eben wenn es nach dem Johann G. geht, das Handwerk gelegt. Also ich denke, wir alle sind harte Bandagen gegen politische Konkurrenz gewöhnt. Allerdings beim Herrn G. wird aus diesen harten Bandagen ja so eine Art Volksverrätertum. Und also man müsste wirklich befürchten, dass wenn er das Sagen hätte, dass Menschen wie der Herr Häupl dann eigentlich im Gefängnis landen müssten bei dem, was er über ihn verbreitet. Lüge Nummer 18, darauf gehe ich ein bisschen ausführlicher in meinem Buch ein, ist eine interessante Theorie von ihm, nämlich, dass ein Wähleraustausch, ein systematischer Wähleraustausch betrieben wird von vor allem Rot und Grün. Das ist ein Projekt, das so funktioniert. Es werden von Rot und Grün Asylsuchende für Österreich angeworben. Diese Asylsuchenden werden dann sehr rasch eingebürgert und eben zu SPÖ und Grünen Wählerinnen und Wählern gemacht. Das ist das große Projekt Wähleraustausch. Das findet sich auch so in vielen rechtsextremen Foren wieder, auch so bei rechtsextremen Gruppierungen wie zum Beispiel den Identitären. Und das ist auch etwas, wovon der Herr G. überzeugt ist. Ich habe im Buch probiert, so mal dem auf die Spur zu gehen, also wie kommen Asylsuchende nach Österreich, wie werden sie zu anerkannten Flüchtlingen, wie werden sie eingebürgert. Da kommt man dann auch drauf, dass in Wahrheit nur ein sehr kleiner Anteil der Asylsuchenden überhaupt eingebürgert wird, das heißt zu potenziellen Wählerinnen und Wählern gemacht wird. Interessanterweise sind gerade die Wiener Behörden sehr, sehr langsam, was Einbürgerung betrifft, was so ein bisschen seiner Verschwörungstheorie auch widerspricht. Und interessant ist auch, er behauptet, es findet ein Wähleraustausch statt. Also er schafft es nicht irgendwo zu erklären, wer eigentlich ausgetauscht wird, wie eigentlich die Wähler, also Austausch ist immer, es kommt was dazu und es kommt was weg. Wer kommt weg? Also ja, also ich gehe dem im Buch ein bisschen näher auf den Grund, will deswegen gar nicht jetzt so ausführlich darauf eingehen. Aber das war Lüge Nummer 18. Nummer 19 ist, weil eben Kriminalität ist ein Thema, auf dem er immer wieder rumreitet. Und da schreibt er einmal über seinen Bezirk, das ist sein, wo er sein Grundmandat hat und wo er auch Bezirksobmann ist, nämlich dem vierten Bezirk, Bezirk Wieden, dass jetzt der Bezirk Wieden endgültig zum Mekka der Kriminellen geworden sei. Und begründet das damit eben mit der dramatisch ansteigenden Armut und der Massenzuwanderung, die eben viel mehr Kriminalität in seinen Bezirk bringen. Und das Interessante ist, in keinem anderen Wiener Bezirk wurden in dem Zeitraum, als der Herr G. seine Aussagen tätigt, weniger Anzeigen verzeichnet als eben im vierten Bezirk. Und gerade auch in dem Zeitraum, wo der Herr G. davon spricht, dass sein Bezirk jetzt zum Mekka der Kriminellen geworden sei, gab es einen Rückgang der Anzeigen gegenüber dem Vorjahr um fast ein Drittel. Ist vielleicht auch noch eine Nebenbemerkung zum Thema Kriminalität. Wenn man sich die langjährigen Statistiken anschaut, also von 2004 bis 2014,
ist die Kriminalität in Wien und in ganz Österreich eigentlich deutlich gesunken. Und das trotz gestiegener Bevölkerungsanzahl. Also gerade in Wien ist die Bevölkerung relativ stark gestiegen in den letzten 10 Jahren. Trotzdem sind die Anzeigen zurückgegangen, was eigentlich positiv ist. Und auch die Aufklärungsquote von Verbrechen ist gestiegen in diesem Zeitraum. Trotzdem bekommt man immer wieder das Gefühl, eigentlich wird alles schlimmer und die Welt um uns herum gefährlicher und böser, was eben zum einen mit der Arbeit von Herrn G. zu tun hat, zum anderen aber eben auch mit der Arbeit der Gratiszeitungen, die wir in der Früh bei allen Leuten, die gern U-Bahn fahren, gern mal zur Hand nehmen und wo natürlich darauf geschaut wird, dass möglichst dramatische Aufmacher dort vorhanden sind. Ja, damit komme ich schon zu Lüge Nummer 20, wo er Anfang 2015 gemeint hat, dass er niemals die Teilnahme an einem internationalen Rechtsextremistentreffen geplant hätte. Und wo sich dann aber sehr bald herausgestellt hat, dass er an einem Rechtsextremistentreffen in Moskau teilnehmen wollte, einem Treffen, wo auch die Neonazi-Partei Goldene Morgenröte etwa aus Griechenland teilgenommen hätte und wo er dann, wie ihm klar geworden ist, okay, das ist eine zu heiße Geschichte, dann mit den Worten abgesagt hat, dass er unglücklicherweise nicht zu diesem Kongress kommen könne, weil er eine sehr wichtige andere Veranstaltung hat, aber das nächste Mal kommt er ganz bestimmt. Ja, das waren jetzt mal so die 20 Top-Lügen, wo ich mir gedacht habe, die decken auch so ein relativ breites Spektrum seiner Themen und Feindbilder ab. Also wenn man sich die Feindbildgruppen nochmal anschaut, das sind eben Asylsuchende und Flüchtlinge, Muslime, Ausländer, er mag auch keine Menschen mit Migrationshintergrund, schon gar keine Tschetschenen, keine Türken, keine Homosexuellen, er mag auch keine Bettler. Er mag auch Politiker anderer Parteien nicht besonders und er mag auch so Menschenrechtler wie mich auf ganz überhaupt nicht. Also ich muss gestehen, ich hatte ein eigenes Kapitel sogar darüber in meinem Anfangsmanuskript des Buches, über wie er über Menschenrechtsorganisationen und Menschenrechtler redet. Ja, ich habe dann entschieden, dass ich es rausnehme, weil es nicht zu wehleidig klingen soll, das Buch quasi, dass ich dann darüber berichte, was er alles Böses über SOS Mitmensch oder mich oder andere Menschenrechtsorganisationen sagt. Deswegen habe ich das dann nicht mehr drinnen. Ja, also ich beende mein Buch und damit auch meinen Vortrag damit, dass ich dazu aufrufe, den Aufstieg von dem Herrn G. Zu stoppen. Dass ich auch dazu aufrufe, dass sich Leute, also nicht nur Leute wie ich oder Leute, die generell eigentlich mit der FPÖ nicht sonderlich sympathisieren, Gedanken machen sollten, sondern auch Leute, die sich vielleicht überlegen, aus Protest oder aus anderen Gründen die FPÖ zu wählen, ob sie tatsächlich jemanden wie den Herrn G. in Machtpositionen befördern wollen. Ich rufe auch Parteien dazu auf, die eventuell in Betracht sind, mit der FPÖ zu koalieren, sehr darauf zu achten, wen sie da in Machtpositionen hieven. Ja, und im Endeffekt liegt es, denke ich, an uns allen, ob es dann solche Leute wie der Herr G. tatsächlich in Ämter und Machtpositionen schaffen, wo ich noch immer sehr hoffe, dass das nie der Fall sein wird oder nie wieder der Fall sein wird, muss man eigentlich dazu sagen.